Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer weiteren Runde Helion. Ja, gleich mal vorweg. Erstmal die letzte Folge. Wie ihr schon seht, es ruckelt ganz schön doll. Und ja, ist nicht das einzige Problem hier. Zwischendurch läuft es auch sehr flüssig. Und ja. Ui, Air Quality ist geblieben. Wow. Das haben sie anscheinend gefixt. Wenigstens etwas. Also, beim letzten Mal, als ich versucht habe aufzunehmen und dann kurz rausgegangen bin, war Air Quality auf 5% und so. Ja. Außerdem gibt es hier jetzt noch nicht so viel Sinn in diesem Spiel. Einfach irgendwo rumfliegen, Asteroiden kaputt machen oder minen, finde ich jetzt irgendwie nicht ganz so spannend, wenn es das Einzige ist, was man hier machen kann. Wir setzen uns hier mal hin, fliegen zu unserer Station. So. Denn ich habe mal einen Start bei der Station gemacht. Wir haben ja auch gleich einen Asteroiden neben uns. Könnten wir da eigentlich zuerst hin? So, da der schöne Asteroid. Wir gucken mal, was es da so gibt. So, dafür brauchen wir einmal ein bisschen mehr Luft zum Atmen. Und dann holen wir uns noch den. Ja, das geht automatisch, genau. So, wir haben jetzt einen. Den nehmen wir uns. Nehmen wir den da dran. Und den da dran. Das funktioniert schon mal sehr schön. Dann gehen wir wieder hoch. Ein Stück. Na, ach, komm schon. So, ein weiteres Problem. Ich komme hier nicht mehr raus. Ich drücke die ganze Zeit F fürs Interagieren. Achso, wir haben ja den Drill. Natürlich. Wahrscheinlich liegt es daran. Wir haben den Drill in der Hand. Okay. Genau, jetzt funktioniert's. Das wäre aber auch sehr schön, wenn man das macht. Machen könnte. Ja, ein Crafting-System gibt es hier in diesem Spiel noch nicht. Das ist auch ein großes Problem, weil Komponenten gehen kaputt und irgendwann braucht man eben neue und die kann man nicht selber herstellen. Jetzt könnte man vielleicht sagen, ja, man findet vielleicht Rationsteile, wo ein paar Sachen drin sind. Ja, aber man will nicht ständig 1000 Stationsteile untersuchen, ob man vielleicht gerade die Komponente findet, die man braucht. So. Nein. Die Steuerung haben sie auch ein bisschen geändert, was ich ein bisschen schade finde. Und das ganze Design hiervon. Ich fand es vorher irgendwie besser. Naja. So, wo ist der Asteroid? Da ist er. Wir gucken mal, was wir hier finden. Wahrscheinlich Sauerstoff oder Wasser. Wie immer eigentlich. So.
Oha, gleich schon mal hier der erste Ried spinnt rum. So, gucken wir mal, was wir hier haben. Nitratmaterialien, okay. Mal was anderes. Crafting-System gibt. Und ich habe mal bei der Homepage bei Helio nachgeguckt. Es ist natürlich, sie sind natürlich am Machen, sie wollen das haben, aber es dauert eben seine Zeit und bis dahin kann man eben nur ein paar Materialien von Asteroiden abbauen und hoffen, dass einem nicht die Komponenten zerfallen. Das ist sehr so das Einzige gerade. Und natürlich durch Systeme fliegen und so weiter. Und die Batterie haben sie auch gepatcht. Hält auf jeden Fall viel länger jetzt. Auch sehr gut. Voll. Fliegen wir zurück zu unserem Schiff. So, und irgendwo weit hinten war die Station. Na gut. Ja, also die Schiffe, die haben jetzt auch einen Namen bekommen. Und zwar, das hier ist jetzt die PSM AC Doppelpunkt HE1 und so weiter. Das sieht man unten. Ja, festhalten. Den Duell aus der Hand nehmen. Und repolarisieren. Mal gucken. Vielleicht nehme ich zwischendurch noch ein, zwei so auf. Und wenn das Crafting-System kommt, wird es auf jeden Fall wieder sehr gut angefangen werden hier. Ich habe jetzt auf einer Station gestartet, auf einer großen. In der Hoffnung, dass da irgendwie schon irgendwas zum Craften ist oder so. Danach habe ich dann mal mit der Sache geguckt, ob es überhaupt was gibt. Ups, so. Und ja, natürlich gab es nichts. Deswegen warten wir jetzt einfach ab. Hoffen, dass das bald gemacht wird, weil es ist ein sehr gutes Spiel, das muss man schon sagen. Aber es fehlt ja leider noch was. Bei The Universum gab es auch gerade einen Patch und ja, das hat erstmal die ganzen Welten zerfleddert, würde ich fast sagen. Nur das R halten und Kanister removen, genau. So, das weg. Den nehmen. Dahinstellen. So, Nitrat. Mal gucken, was uns das bringt. Oh, Nitro und Sauerstoff.
Gut, das hilft uns auf jeden Fall schon mal ein bisschen weiter. Nee, Nitrogen, okay. Nitrogen. Ob wir das überhaupt brauchen, weiß ich nicht. Hier Crafting. Kann man noch nicht machen. Mal gucken, wann das kommt. Und ja, wenn es nicht zu lange dauert, ist natürlich super. Solange können wir mal zur Station schon mal hinfliegen. Da wir jetzt ein bisschen was gesammelt haben, in den Sitz rein. Kurz warten. So. Wo ist sie denn? Da oben. Vier Komma neun Kilometer. Ja, man muss dazu sagen, ich habe das Schiff hier noch gar nicht bewegt. Also ich bin wirklich mit dem Anzug diese 4,9 Kilometer geflogen und habe gehofft, dass ich heil angekommen bin. Ein bisschen mehr drauf zielen. So. Sollte genügen. Ach komm, noch ein bisschen schneller. So, und so langsam können wir auch wieder bremsen. Ah, jetzt stockt es. Wie gesagt, ein großes Problem hierbei. So, und jetzt sind wir erstmal volle Kanne dran vorbeigerauscht, natürlich. So, stehen wir jetzt? Nö, noch nicht. Ja, komm. So, jetzt holen wir das Ding langsam ein. Ja, die Station ist sehr groß. Naja, nicht zu groß, aber schon. Ganz okay groß und es hat sogar einen Hangar. Das Problem ist, der Hangar hat keinen Sauerstoff und da kann man auch keinen Sauerstoff reinbekommen. Das bedeutet, man muss mit Helm durch den Hangar und in das Schiff und immer wieder. Na, komm. Was noch stabilisiert hier. Heute noch, wenn es geht. Nein. Aber wahrscheinlich dotzen wir hier gleich an. Na gut, es ist eher ein Neustart erforderlich. Das bedeutet, ich steige jetzt einfach mal aus und fliege da so hin. In der Hoffnung, dass wir das noch hinkriegen. Und es ruckelt schon wieder so dermaßen hier. Error Control. Schneller machen.
Und ihr fallt aus. Wo ist sie? Wo ist sie? Da ist sie. Die Station. Ah, das ist PSMAC. Okay. Dann sind da schon mal die Stationen. Und was hat das Schiff für eine Kennung? Kriegen wir gerade nicht ins Ziel rein. So, wir werden hier in den Hangar reinfliegen, wenn es möglich ist. Und die Station ruckelt auch schon. So. Na, dahin. Und weiter runter. So. Wie kommen wir hier jetzt am besten rein? Wahrscheinlich eher auf der anderen Seite. Oder einfach hier beim Airlock. Das geht natürlich auch. So. Einmal nochmal die Station zeigen, so alles Mögliche. Genau. Und dann hoffen wir, dass das Crafting bald eingebaut wird. Ja, solange wie Helion nicht läuft, wird es was anderes geben. Ich werde noch nicht verraten, was. Aber es wird gut werden. Seid gespannt und guckt mal vorbei bei dem neuen Spiel. Sie jetzt ein X drücken, weil das vorher so war. Da wird sie jetzt haben. Ausschalten. Einmal reinfallen. Ja, zu damit. Hier haben wir sehr gute Ausrüstung. Die schnappen wir uns mal. Alles weg hier. Mal gucken, was uns die bringt. Ja, das ist natürlich auch hier blöd gemacht. Bei dem kann man gar nicht das Visier wegnehmen, okay. Okay, man drückt H und das geht einfach weg. Aber das Visier bleibt. Noch so eine Geschichte. Ja, in der Station liegen hier immer mal so Zeile in der Gegend rum.
Und da hinten geht's zum Hangar. Einmal dekomprimieren. Na, kommst du jetzt mal? Wahrscheinlich sterben wir gleich, weil er nicht weiß, dass er das Visier unten hat oder so. Ja, also ihr merkt schon, ein paar Probleme sind wirklich da. Dieser Spiel nicht mehr ganz so interessant machen wie am Anfang. So, hier herrscht noch Schwerkraft und hier kann man auch die Türen natürlich öffnen. Was hier drin? Warp-Zellen, wow. So, Door Control. Die Tür öffnet sich und wir sehen, ui, eine komplette Station. Wieder rein hier. Ja, so könnte theoretisch eine Station aussehen, wenn man sie dann mehr oder weniger vollständig hat. Stationsteilen soll nichts mehr dazukommen, wenn ich es richtig gelesen habe. Aber andere Schiffe werden noch kommen und wie gesagt, das Crafting der ganzen Komponenten, neue Ausrüstungsgegenstände. Ja, aber bis das alles fertig ist, ist das Spiel jetzt noch nicht so mega toll, wie ich es eigentlich erwartet hatte. Weil bei einem Survival-Spiel sollte man wenigstens das Crafting vorher schon eingebaut haben, bevor man den Release macht. Aber gut, das bleibt natürlich den Entwicklern überlassen, wie sie das machen wollen. Wir gehen mal hier lang. Hier herrscht keine Schwerkraft mehr. Da geht's weiter. Und na, immer noch nicht. Jetzt muss der Schwerkraft kommen. Genau. So, hier gibt es eine sehr schöne Waffe und zwar ein Railgun Sniper Gewehr. Und wahrscheinlich muss man die Munition so da rein tun. Oder auch nicht. Jetzt haben wir die Munition in der Hand. Okay. Ja. Das ist auch so ein Ding hier. Bei dem Drill soll man eigentlich nur die Komponenten nehmen und dann rein tun. Aber das macht er nicht. Und das Visier geht auch nicht mehr. Okay, es hat mal funktioniert, jetzt funktioniert es nicht mehr. Schade eigentlich. Es wäre schön gewesen. Dann tun wir es weg. Munition können wir ja behalten. So. Wo geht's denn hier lang? So, hier startet man. Es gibt natürlich noch mehr Räume von denen. Man hat hier auch seine Kisten mit sehr vielen Komponenten und noch mehr Sachen. Und so eine Station braucht natürlich eine gewisse Pflege. Hier ist schon weiß. Was bedeutet denn weiß? Ganz kaputt? Naja. So, keine Schwerkraft. Hier ist Weltraum, dann gehen wir mal wieder vorsichtig zurück. Da wollen wir nicht hin. Oh,
Biohazard-Pressure-Ding ist jetzt auch ganz schön, hat ganz schön lange gebraucht, dahin zu kommen. Gravity Control können wir natürlich ausschalten. Hier alles so wie beim Schiff, nur ein bisschen anders angeordnet. Und ohne Display. Da ist es. Ja, ist offline hier. Alles 100%. Kein Capacitator. Ein bisschen schlecht. Machen wir es trotzdem mal an hier. Vielleicht kriegen wir noch ein bisschen mehr Licht oder so. So, da geht's wieder zurück in den Weltraum. Deswegen gehen wir in den letzten Bereich. Uiuiui. Na, kommen wir hier noch weg? Okay. Gut. Schon? Nö, ich glaube nicht. Da geht es wahrscheinlich zu dem anderen Hangar hin. Oder auch nicht. Aber doch. Da hinten geht es lang, hier geht es auch lang. Hier ist das, wo wir reingekommen sind. Und da hinten ist der Hangar, den wir schon gehabt haben. Na toll. Schon wieder gestürzt, also ihr merkt, ganz viele Bugs, die noch behoben werden müssen. Und ja, deshalb werde ich an dieser Stelle erstmal das Let's Play auf Eis legen und mal gucken, wann wir dann wieder starten. Vielleicht wird das nicht so lange dauern und dann gibt es endlich wieder Helion-Folgen. Weil an sich macht das Spiel ja Spaß, nur ja, es ist ein bisschen komisch, wenn man einfach nur ein bisschen meinen kann und sonst nichts eigentlich. Ja, ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Lasst ein Like da, wenn es so war. Kommentiert fleißig, was ihr davon haltet. Und ja, dann sehen wir uns erstmal in einem anderen Let's Play wieder. Und vielleicht bald wieder zu Helion. Also, bis dahin.